Vielleicht will ich es mir auf der PS4 holen, aber dennoch leicht, weil ich halt mit Pussy bin. Muschi! Ich lasse mich halt ungern stressen bei Games. Boah. Ja. Komm ich da rüber? Nur bei Resident Evil 2, da habe ich auch nicht schwer angefangen, weil ich kannte das Spiel halt vorher schon. Dann hat es mich aber doch überrascht, weil da halt. Wenn noch bei Resident Evil 2 doch ein, zwei unterwegs. Ja, ja, ein paar neue Passagen waren dabei. Was mich genervt hat, dass da keine Spinnen waren. Das oh nein! Keine Spinnen. Aber das Krokodil. Schön, dass du uns das Krokodil, ja. Das war ziemlich nicht so cool wieder. Sag bitte, dass dich nichts verfolgt hat. Es war hübsch, ja. Aber halt nicht so. Ich wollte, dass ich in den Gang gefangen bin und es nicht zukommt. Die Leute haben kein Gefühl für Timing, merkt ihr das? Nein! Werde ich angequatscht von einem NPC und was machen die? Die reden einfach weiter. Es ist unglaublich. Ja, weil Zombies einfach viel cooler sind als das. Nein. Das also das Blasphemie, Junge. Nein, ich Blasphemie. Aber ich musste gerade mal mit Nettie ein bisschen rumnörden über Resident Evil, weil du ja kein Resident Evil zockst. Richtig. Ja, wir machen jetzt hier Interview, ne? Also jetzt kann hier so. Okay. Ne, wir Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir stellen auf zwei. So, das da ist der Michael Igowski und das dahinter ist meine Toilette. Das müssen wir jetzt gar nicht so weiter vertiefen. Was hast du zu sagen, Michael? Ich hätte gerne, dass du Resident Evil 2, das Remake, mal let's playst. Das wäre ziemlich cool. Nein, das wird nicht passieren. Und du? Weil ich Resident Evil nicht so geil finde. Siehst du? Und jetzt bist du schon. Alle 39 raus. Abonnenten deabonnieren. Raus! Raus! Mapse. Kaffeetasse. Ja, alle 39 wieder abonnieren, weil Mapse. Sex sells. Ja. Die Kamera ist gespiegelt. Das ist ganz schön schwierig, die zu führen. Okay, dann nehmen wir dich wieder. Mein Klo. Ich hab auch nicht mal meine Haare gemacht. Oh nein. Ah, da. Das ist eine Idee. Guck mal. Erdenbänden, ich hätte fast Bandana gesagt. So, jetzt haben wir hier genug rum. Ja, jetzt kommt aber Redeteil. Pass auf. Wenn du mit Fallen Order durch bist, dann möchte ich, dass du dir Resident Evil 2 gönnst. Auf dem PC. Nein. Darum. Das ist witzig. Ja, es macht wirklich Spaß. Ja, das macht richtig Spaß. Nein, oder? Auch Bock hätte, wäre, wenn du Ghostbusters Videogames. Da wäre ich dabei. Das spielen wir mal. Also HD Remaster ist jetzt draußen. Ich habe das ja damals auf der PS3 schon gezockt. Das war ficke geil. Jetzt ist endlich das HD Remaster draußen und es sieht ein bisschen hübscher aus, na klar. Solltest du unbedingt mal zocken. Ja, kann ich mal auf die Liste schreiben. Ihr könnt einfach mal unten in die Kommentare schreiben, also die 20, die zugucken oder so, die bis zu diesem Punkt gekommen sind. Was als nächstes gespielt werden soll. Also Seven Days gehört sicherlich auch dazu. Das wird weitergespielt und RimWorld wird auch noch fertig gemacht. Ghostbusters oder Resident Evil 2. Das Remake natürlich. Oder du machst einen Classic-Stream. Oh. Resident Evil 2, das war mein Handy, Entschuldigung. Classic-Stream, so PS1 oder Super Nintendo-Klassiker. Wie wär's mit damit? Ja, ich hab alles da. So, jetzt, wenn wir schon mal dabei sind, können wir das gleich mal zeigen, ne? Ist zwar nicht aufgeräumt, aber das sind ja unsere ganzen Spiele. Ne? Wir haben ja hier ein bisschen was. Ja, jetzt muss. Oh, die Frau muss unbedingt. Oh, bitte noch ein bisschen posen. Ne? Wir haben eine Menge Spiele da. Die Sache ist, um das aufzunehmen, bräuchte ich eine Capture Card, die ich nicht habe. Und das kriegen wir sicherlich. Wir machen mal das Licht aus. Sieht man es nicht besser. So. Nee, sieht man nicht besser. Das war Quatsch. Und ja, vielleicht irgendwann mal Konsolen-Stuff. Classic Stuff, das wird ziemlich cool. Aber PC Master Race. Zugegeben, PS4 Master Race hat er recht, aber PC ist auch ganz cool. Nintendo DS. Mobile Gaming. Ja, also zur Erklärung, die Frau ist frustriert, weil sie aufgrund des Kindes und ihrer... Wie nennen wir das am besten? Unfähigkeit? Nein, nicht Unfähigkeit. Sie spielt vielleicht gar nicht schlecht, aber sie schafft es einfach nicht, weil sie jeden Abend neben dem Kind einschläft. Ja. Shit. Ich muss das zum Teil schon übernehmen, damit sie ihre Hausaufgaben schafft. Sonst ist das zeitlich einfach nicht drin. Also musst du ihre Spiele zocken, damit sie mit der Pendler. Ja. Okay. Okay. So, wir machen jetzt an der Stelle mal eine Pause. Ich muss mal hier, jetzt haben wir wieder alle drin, außer Nitty. Ne, die müsste einfach mal auf die andere Seite gehen, dann wäre das viel einfacher, dann muss ich die Kamera nicht hin und her drehen. So, jetzt können. So.
So, jetzt können alle Gäste nochmal Tschüss sagen. Bye bye. Ne, und viel Spaß bei Ragnars Let's Play. Geht's dann mit irgendwelchen Zwischensequenzen weiter, hoffe ich. Nee, eigentlich sind es in dem Spiel eher Wutschreie. Und ganz meine viele Tode. Ganz viele Tode. Wutschreie. Ich meine Wutschreie. Ja, später. Ich sitze gerade so bequem. Sterben kann so schön sein in Fallen, oder? Nein. Gut, bis gleich.